Wir leben in einer vernetzten Welt. Schon immer. Wer vom Rest der Welt abgeschnitten wird, verliert. Der Status quo vom Güterumschlag in Basel ist katastrophal aus Sicht der Verlagerungspolitik. Nur 10% der Güter, die mit dem Schiff nach Basel gelangen, werden nachher weitergeführt auf der Schiene. Es ist ein komplexes Terminal, das man bauen muss. Die Politik will das, auch die Wirtschaft will das, wir brauchen das. Wir haben so viele Situationen, wo man sagt, jetzt muss man dort etwas verbauen, und Schutz der Natur wird dann wieder auf die Seite gestellt. Der Reichtum, den wir hier haben und der hier angekarrt wird, der ist letztlich ein Erbe von Kolonialismus, Imperialismus und technischen Fortschritten als Ideologie. Dies ist die Geschichte eines Ortes, wo sich zwei Wegnetze in die Quere kommen. Ja, natürlich gibt es Risiken für die Natur. Risiken gibt es bei Veränderung immer. Ja, diese Form von Natur, glaube ich, ist nur noch im Museum zu sehen. Man muss es dort machen, wo es Sinn macht. Und es gibt dort dann auch die Chancen. Dort müssen wir wirklich standhaft bleiben und den Schutz gewährleisten. Da dürfen wir keinen Meter mehr zurück.